Es ist Weihnachten und zu Weihnachten gibt es immer Geschenkestippen. Doch dieses Jahr holen wir uns die Säckchen anders raus. Es gibt ein neues Event zum Geschenkestippen. Also gucken wir rein. Wir drücken Escape und sehen hier schon direkt 2024 die Neujahrsherausforderungen. Richtig nice, ganz cool im Style. Und ja, wir sehen hier ab jetzt 29 Tage. Also ab dem Moment, wo du dich das erste Mal einloggst, hast du 30 Tage lang Zeit, das zu machen. Der Countdown läuft. Und wir legen los. Wir sehen hier Meilensteine zu erreichen. Und zwar zweierlei. Wir haben hier einmal mit und einmal ohne Premium. Also ohne Premium und einmal mit Premium. Steht hier oben dann extra nochmal dran. Und dazu müssen wir verschiedene Aufgaben erledigen. Erreiche 7 Meilensteine, abgeschlossene Aufgaben, 21 Stück. Das heißt, wir haben, wenn wir Premium haben, die Möglichkeit jetzt hier insgesamt 42 Aufgaben zu erledigen. Und das ist mal einiges. Da haben wir richtig was zu tun. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal schnell durch. Was haben wir denn hier? Zum Beispiel Giebel- und Karauschenfang mit einem Gewicht von 1 Kilo am Moskitosee. Richtig nice. Auch hier Rotaugenfang und so weiter. Und dann gibt es hier kleine Geschenke. Fange 7 Fische auf Pose. Nettes Ding, kann man machen. Schläfergrundelfang, Döbelfang, gar nicht verkehrt. 7 Fischarten auf Zuckmücke, Jawolski, geht alles. Übrigens gerade mit diesen kleinen Gewässern einfach mal reingucken in die Basic-Videos, Tutorial-Videos auf dem Kanal. Da gibt es ganz, ganz viele Infos. Es gibt Infos gerade auch mit der Zuckmücke. Super wichtiger Köder. Wo kann man da hingehen? Wo kann man angeln? Oder mit dem Döbel? Welche Köder sind da interessant? Also schnell nebenbei noch ein paar Infos reinziehen, damit man dann auch deutlich schneller hier die Geschenke rausgezogen bekommt. Windenbach, nächstes Ding. Hasel mit 180 Gramm, kriegen wir alles hin, gar kein Problem. Also zu jedem dieser Aufgabe, zu jedem dieser Fische gibt es tatsächlich auch schon ein Video und Infomaterial auf dem Kanal. Einfach mal reinklicken oder einfach mal in der Suche auf dem Kanal Hasel eintippen und dann findet man das. Windenbach, dann kommt man auf die Playlist zum Windenbach. Also ganz easy, schnell rausgezogen die Infos und dann den Fisch rausgezogen. Zobel und Güster. Was haben wir hier? Moskitosee, Schleie. Es wird wahrscheinlich immer schwieriger, ne? Stufe 6. Windenbach Hecht mit einem Gewicht von 3 Kilo. Das wird schon schwieriger. Das wird schon schwieriger. Zope, 300 Gramm mit einer Grundrute. Auch das braucht wirklich Zeit. Also, es ist durchaus möglich, dass man nicht alles schafft. Es ist durchaus möglich. Fange am Windenbach eine Nase mit einem Gewicht von 400 Gramm. Auf einer Posenroute. Das braucht Zeit. Das braucht einfach Zeit. Man geht nicht zum Windenbach und stellt sich hin, gerade auf Nase, die halt alles frisst und wo man mit Futtermischer auch alles andere anlockt. Das braucht einfach Zeit. Also, da werden wir Zeit benötigen und ich sehe uns da auch schon demnächst im Livestream, in jedem Livestream, schön hier an diesen Meilensteinen arbeiten, an den ganzen Low-Level-Gewässern und dann Gas geben. Versuchen hier alles rauszuziehen. Das ist gar nicht so ohne und das ist ja jetzt hier ohne Premium. Bei Premium erwarte ich jetzt einfach nochmal ein bisschen Anzug, dass das vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger wird. Gucken wir rein. Windenbach, ein Steinschild mit einem Gewicht von 500 Gramm auf Spinning. Gar nicht so einfach. Auch mit Premium kann es gut sein, dass man, also wenn du, sagen wir mal, Level 12 bist und Premium hast, dann kann das gut sein, dass das nichts wird. Denn das Teil mit Spinning ist super schwierig. Ich kann mir gut vorstellen, dass man den vielleicht mit Wacky-Rig fängt. Also höher geskillt einfach schon fängt. Durchaus möglich. Gründling mit einem Gewicht von 90 Gramm Pose sollte funktionieren. Moskito-Schuppenkarpfen, gar nicht so einfach mit 3 Kilo. Gar nicht so einfach, aber funktioniert. Mann, 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 da geht schon los. Zander an der Belaya, 1 Kilo. Auch das tricky. 8 Fischarten mit der Pose, Treibangeln am Windenbach, kein Problem. 8 Fische mit Tauwürmern am Windenbach oder Moskitosee. Oder Moskitosee. Kriegen wir hin?
Kriegen wir hin. Kunstködermontage, Moskito, 5 Fische, Don Kaulbarsch am Windenbach, jawohl. 5 Fische mit Insekten am Moskito oder Windenbach. Ja, kriegen wir auch hin. Das ist kein Problem mit Döbel und Co. Einfach mit Fliege ist ja auch Insekt. Da geht einiges drauf. Da gehen auch Rotaugen drauf und so weiter. Europäische Esche mit der Führungsmethode Treibangeln. Gewicht von mindestens 1 Kilo. Ja, klappt auch richtig gut. Kann man wirklich machen. Da einfach vielleicht mal reingucken bei den Stippern. Die Stipper haben da natürlich in den wöchentlichen Stipprekorden auch immer ganz gute Tipps. Oder da sieht man, welche Köder da ganz gut funktionieren. An der Belaya auf Pose. Einen Wels an der Festung mit mindestens 3 Kilo Gewicht. Schwer. Schwer, braucht Zeit. Das geht halt immer nur abends und nachts. Und das wird Zeit brauchen. Pelletmarine am Koori. Super schwierig. Super schwierig. Also hier das Vierer. Super schwierig jetzt schon. Zwergmarine-Gewicht, kein Problem. Quappe am Gewicht, kein Problem. Bachforelle, kein Problem. Nummer 6, Fischarten, Posen, Insekten, Belaya, kein Problem. Aal an der Festung, kein Problem. Regenbogenforelle, Seefuhr mit einem Gewicht von 3 Kilo, braucht einfach Zeit, schafft man. Fange an der Belaya ein Timen, Gewicht 5 Kilo, gibt es glaube ich auch in den normalen Herausforderungen, schafft man. Vielleicht da eher mal mit dem Blinker reingehen. Koori-Fältchen schafft man auch, gibt es auch verschiedene Videos schon zu mindestens 2 Spots, sollte funktionieren. Und schwarze Amur sollte auch funktionieren. Also was wirklich schwierig ist, ist glaube ich hier die Pelletmarine. Das ist gar nicht so easy. Das funktioniert glaube ich alles ganz gut. Ja, Steinschill wird auch tricky. Tatsächlich direkt das erste Ding, gar nicht so einfach. Und der Rest sollte glaube ich alles soweit funktionieren. Ja, das kriegen wir hin. Also, ich bin super gespannt, was drin ist. Wir basteln jetzt gerade schon. Der Goodspeed baut jetzt gerade schon im Discord einen kleinen Bereich für die Säckchen, dass wir dann wieder hier richtig schön auch zeigen können, was ist denn in unserem Säckchen auch alles drin gewesen? Lohnt sich das Ganze denn? Es hieß von RF4, dass da neue Sachen drin sein sollen. Vielleicht neue Rollen. Bisschen was Seltenes. Bisschen was Besonderes. Bisschen was, was sich auch einfach lohnt, sich diesen Stress anzutun. Also, Petri Lümmels, versucht euer Glück. Wie gesagt, der Countdown läuft. Ich werde auch gleich schon Gas geben und zusehen, dass wir jetzt hier die neuen die Brocken rauskriegen, die neuen Säckchen und die neuen Aufgaben erledigen können. Es ist nicht so einfach und es hieß auch, ja, es ist durchaus möglich, dass man das ein oder andere nicht schafft. Es kann durchaus sein. Seid also nicht gefrustet, wenn es nicht klappt. Manche Sachen, da braucht man einfach ja, das übliche Glück, was man eben in RF4 manchmal braucht. Ob es manchmal eine Trophy ist oder einfach mal eine Pelletmarine am Koori mit dem passenden Gewicht. Es kann manchmal schwierig sein und manche Aufgaben erledigt man nicht, andere erledigt man dafür umso leichter. Also schnell das abarbeiten, was man meint, was man auch schnell schaffen kann und dann im Nachhinein vielleicht nochmal ransetzen und ein bisschen Sitzfleisch beweisen bei den Aufgaben, die einfach ein bisschen schwieriger sind. Petri Lümmels, toi toi toi, wir sehen uns dann im Livestream. Wir gehen hier schön konstant durch auf die ganzen Aufgaben. Also Livestream jeden Tag zurzeit, also den ganzen Dezember über ab 19 Uhr live auf YouTube und auf Twitch. Bis dahin, Petri zieht raus die Brocken.